Ja, moinsens und hallo, mein Name ist der Hero und wir haben heute wieder mal ein neues Video mit mir. Ja, das war jetzt eigentlich gar nicht geplant, dass ich jetzt so ein bisschen Dialekt anfange. Ihr kennt das ja mittlerweile von mir ein, es ist kein, hier, falls ihr euch gedacht habt, sag mal, hat der das Cover und den Titel falsch gewählt? Nein, es ist kein Geschwätz heute. Das war eigentlich mehr gerade aus Versehen. Aber ja, ne, ihr versteht das doch. Mittlerweile müsst ihr das können. Zwei Folgen Schweiz habt ihr schon. Das ist eine halbe Stunde lang hier Hell Hero Kurs für Anfänger. Und ich denke mal, das war zu verstehen. Außerdem kennt ihr meine Standardansage, sag ich mal, sowieso schon. So, was machen wir heute? Ich gucke heute mal gerade mal auf mein Datum hier. Ne? Ich sehe hier, 24.11. November 2014. Und ja, ich habe mir gedacht, what the fuck, wir haben fast Weihnachten. Wir haben jetzt noch genau 4 Wochen bis Weihnachten. In genau 4 Wochen ist, it is Christmas. Und, in 5 Wochen ist, neues Jahr. Happy New Year. Ich weiß auch nicht, irgendwie geht das ganz schön schnell dieses Jahr. Und deswegen habe ich mir gedacht, so, wir machen jetzt mal allgemeine Weihnachtsanleitung hier. Wir beginnen mit Weihnachten. Was heißt das für euch? Keine Ahnung. Vielleicht solltet ihr mal anfangen, Weihnachtsgeschenke zu kaufen. In der Tat, ich bin so langsam am Anfang, ein Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Ich überlege mir halt so zur Zeit mal, ja, was könnte man denn da schenken, was muss man denn den Leuten da kaufen, was kann man denn sich da Schönes mal überlegen. Und ihr wisst das zwar nicht, aber ich habe also die Eigenheit, ich mache meine Weihnachtsgeschenke immer zumindest zu einem Teil böse. Das ist so, nicht bei allen Leuten mache ich das, bei meiner Schwester zum Beispiel mache ich das sehr gerne, dass ich einfach was Böses schenke. So nach dem Motto, also bös im Sinne von so ein bisschen was Foppendes, so nicht Mobbing oder um sie zu ärgern, sondern halt einfach so, also schon so ein bisschen um sie zu ärgern, aber halt so, ja, so ein bisschen moppig, ne? Damit ich so ein bisschen Spaß dabei habe, das ist natürlich nie böse gemeint, das sind auch immer ganz coole Sachen eigentlich, aber wo ich so ein bisschen Leute aufziehen kann, mache ich ganz gerne, muss ich mir dieses Jahr auch wieder was überlegen. Letztes Jahr zum Beispiel habe ich meiner Schwester so ein Buch geschenkt, das war eine Karte, I Mops You a Merry Christmas, und darauf war dann so ein kleiner Mops, so ein Hund halt, drauf abgebildet. Das sah eigentlich super süß aus, aber ne, ich habe sie halt so ein bisschen damit aufgezogen, ne, für mein Möppchen. Also sie ist nicht dick, keine Sorge. Falls ihr jetzt denkt, ich habe so einen Mops als Schwester, nein, sie ist nicht dick, keine Sorge. Aber es war halt so ein bisschen, um sie so ein bisschen zu ärgern. Ne, sowas müsst ihr euch da vorstellen, sowas geht da so in die Richtung. Also ich liebe meine Schwester, keine Sorge. Meine Schwester ist super cool, ich mag meine Schwester echt. Aber ich muss sie halt so ein bisschen foppen. Und da muss ich mir was überlegen. Könnt ihr mal so als Anregung nehmen, ne? Falls ihr eine Schwester habt, die ihr auch ein bisschen foppen wollt oder keine Ahnung, die Freundin, was weiß ich, von Mittag könnt ihr Mutter damit foppen, wenn die das versteht. Könnt ihr mal machen. Das ist auf jeden Fall ganz lustig. Macht auf jeden Fall auch Spaß beim Auspacken, wenn dann alle da im Kreis sitzen. Jeder macht das Geschenk auf und jeder sieht, ach ja, ne? Na hier. Das ist lustig. Muss man sagen. Macht echt Spaß. Kann ich also nur empfehlen, sowas zum Beispiel, wer ein bisschen Spaß haben möchte. Einfach nur so ein bisschen happy. Ansonsten, ja, ich versuche eigentlich immer was zu schenken, was halt so auf die Person passt. Und das würde ich euch auch raten. Versucht irgendwas zu schenken, was halt passt. Ne, ich meine so Standardgeschenke, keine Ahnung, Saturn-Gutschein, H&M-Gutschein. Jetzt haben wir mal hier die Männer und die Frauen abgedeckt. Nein, aber das ist natürlich immer so ein bisschen... unpersönlich, sagen wir es mal. Also, es ist auf jeden Fall nichts Schlechtes, wenn diese Person ja gerne da einkauft, why not? Ne, also, was soll's? Es ist ein Geschenk, es ist ein cooles Geschenk. Aber, ja, es ist halt was Persönlicheres und Schöneres, wenn man da so ein bisschen was Persönliches, so eine persönliche Note hinten dran setzt. Aber, also das müsst ihr ja selber wissen. Ist halt so ein bisschen der Tipp von mir, oder was ich mache. Ich versuche immer ein persönliches Geschenk zu machen. Ansonsten habe ich schon draußen gesehen, hier in Wiesbaden bei mir ist schon ein Weihnachtsmarkt, der fängt übermorgen an. Da sind natürlich schon kräftig am Aufbauen, es gibt bestimmt schon seit 4 Wochen bei mir hier im Luisenforum Krebs. Irgendwelche Weihnachtsdinger, weihnachtlich geschmückt. Und ich habe am Sonntag mit meiner Freundin Plätzchen gebacken, ne, war eigentlich auch ganz lustig. Die Plätzchen sind jetzt, haben wir jetzt ein bisschen Plätzchen hier. Hat auf jeden Fall einen Riesenspaß gemacht, also wenn ihr da ein bisschen Spaß haben wollt, ne, ein bisschen Plätzchen backen, kann ich nur empfehlen, macht auf jeden Fall auch Riesenspaß. Ist zwar teilweise auch eine Sauerei, aber hey, was soll's, whatever. Spaß muss sein. Und wenn dabei ein bisschen Sauerei bei rauskommt, ist auch kein Weltuntergang. Also sowas zum Beispiel könnt ihr machen. Die Hälfte, ja, Hero backt ja Plätzchen. Ja, und macht da halt, ist doch cool. Plätzchen backen macht Spaß, Plätzchen sind lecker.
Und ja, ein bisschen Spaß muss sein. Dazu natürlich passend die Weihnachtsmusik hier aufgedreht. Also ich würde sie jetzt hier anmachen, dann beschwert sich YouTube. Aber ich denke mal, ihr wisst alle, von welchen Weihnachtsliedern hier wir hier reden. Ne? Also, was weiß ich, was haben wir hier schönes? All I Want for Christmas is You oder Jingle Bell, Santa Claus is Coming to Town, Wonderful Christmas Time. Ja, so Sachen halt, ne? So Sachen hören wir dann halt dabei und das macht am meisten Spaß. So macht das echt Spaß, so ist Weihnachten auch schön. Und ich weiß, es gibt viele Leute, die sagen, oh, Weihnachten ist Stress und Geschenke kaufen. Macht's euch doch nicht so schwierig. Macht doch einfach mal einen ruhigen. Ich meine, Weihnachten kommt zwar immer so plötzlich, das wissen wir alle. Aber, ja, ne, ich sag's mal so. Ihr habt doch eigentlich genug Zeit. Es ist doch nicht so, dass euch da jetzt irgendwas wegrennt. Und, hey, wenn ihr jetzt anfangt, ihr habt noch 4 Wochen Zeit. In 4 Wochen hat's Amazon geschafft zu liefern. Hat Edeka und Aldi und was weiß ich was noch genug Plätzchen und Süßigkeiten und Lebkuchen auf Lager, damit ihr euch damit eindecken könnt. Und ja, für die kleinen Kiddies vielleicht noch die Schoko-Nikoläuser oder was weiß ich was kaufen. Oder was weiß ich, wem ihr halt damit eine Freude machen wollt. Ne, das geht auch noch, das habt ihr auch noch drin, die Zeit ist auch noch. Deswegen mache ich jetzt so ein bisschen so ein verfrühtes, and it is Christmas, ne? So nach dem Motto, ja, ein bisschen Weihnachtsstimmung hier reinbringen. Ihr müsst euch, ich stelle euch das so ein bisschen mal vor, ich sitze jetzt mit so einer Weihnachtsmannkappe vorm Mikrofon, so einem großen weißen Bart rum. Ne, das, ich habe leider keinen da, sonst würde ich das jetzt hier so vielleicht machen, aber so per Webcam und so. Aber nee, ich habe leider sowas nicht da, tut mir leid. Aber so müsst ihr euch das vorstellen, ne? Sieht doch cool aus. Hätte doch was, muss ich sagen, hätte was. Ja, für alle, die so zuckbegeistert sind, ne, ich denke mal, ihr wisst, was das für euch heißt. Steam Christmas Sale, sag ich dazu nur. Gibt's bestimmt wieder, wette ich mit euch, irgendwelche Origin Sales, Steam Sales, Humble Bundle Sales, was weiß ich was. Das heißt, wir Spiele kaufen en masse und dabei Geld sparen wie Sau, aber trotzdem viel zu viel ausgeben. Ne, also ich habe jetzt letztens auf Amazon mir hier Crysis 3 gekauft. Crysis 3 habe ich ja schon. Far Cry 3 gekauft. Ja, das macht auch so ein bisschen Spaß, war halt schon relativ günstig für 10 Euro, ne, wo ich mir denke, ja, das geht eigentlich schon, das außerhalb der Weihnachts-, also nicht so als Weihnachtsspecial, sondern mehr so, ja, just for fun reduziert, also das geht eigentlich, ich muss mal gucken, vielleicht hole ich mir auch noch irgendwie, Assassin's Creed 3 oder sowas, das war eigentlich auch immer ein ganz cooles Spiel. Ja, ne, ich meine, ihr könnt ja mal in die Dinge schreiben, in die, Beschreibung schreiben, was ihr mir auf jeden Fall mal empfehlen würdet. So nach dem Motto, das Spiel würde ich dir empfehlen, im Weihnachtssale zu kaufen. Das muss kein top aktuelles Spiel sein. Das muss jetzt nicht, was weiß ich was, Battlefield 4, Battlefield Hardline, keine Ahnung was sein. Battlefield 4 müsste jetzt, oder werde ich wahrscheinlich jetzt als Gameplay hinten dran haben. Weiß ich noch nicht. Ich spreche das jetzt gerade ohne, dass ich das Gameplay habe, aber ich denke mal, ich werde Battlefield 4 als Gameplay hinten dran hauen. Das habe ich hier in der Origin Game Time gespielt. Ich werde jetzt nochmal wahrscheinlich Titanfall dann ein bisschen zocken in der Origin Game Time. Das könnte ich eigentlich gleich mal machen. Davon wird wahrscheinlich dann auch noch was kommen. Aber ansonsten, ne, ist das jetzt gar nicht so was meine ich gar nicht. Ihr könnt mir auch alte Spiele schicken. Also was ich auf jeden Fall mal spielen möchte hier, ne, lieber Satellitiv, du weißt Bescheid, ich hätte oder würde gerne mal, wie heißt denn jetzt? Bioshock Infinite spielen. Ne? Du hast das so schön Let's Played auf deinem Kanal, damit schöne Grüße natürlich an den Satellitiv. Also das ist auch ein Spiel, was ich mir auf jeden Fall holen werde und zocken werde. Ansonsten, ja, mal gucken, was sich so ergibt in den Christmas Sales. Ja, ne, so, wir haben jetzt schon fast wieder hier unsere 8,5 Minuten so gequatscht. Ja, ne, was soll ich noch groß sagen, ich weiß es nicht. Ich sag auf jeden Fall jetzt schon mal hier, ne, Weihnachtsgeschenke kaufen, ihr wisst Bescheid. Wenn ihr für alle was wollt, ihr habt noch 4 Wochen Zeit, jetzt solltet ihr mal anfangen, so nach dem Motto, mal gucken, was so die Oma sich wünscht, Eierlikör, Lametta fürs Bäumchen oder sowas. Keine Ahnung, aber, ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Und vielleicht könnte ich so ein bisschen die Weihnachtsstimmung rüberbringen. Ich wüsste zwar nicht wie, aber hey, wir haben fast Weihnachten. Weihnachten, das Fest der Liebe. Geben ist Etikette nehmen, ne, ihr wisst Bescheid. Ganze Gewaffel hier, naja, glaubt eh keiner, aber was soll's. Ne, man kann ja mal ein bisschen so tun, als, ne. Ja, ihr wisst Bescheid. Weihnachten is coming. Santa Claus is coming to town. Ne. In diesem Sinne sage ich, ich sage jetzt noch nicht frohe Weihnachten. Aber auf jeden Fall mal bye bye, ciao ciao, tschüss tschüss. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin, ne, ihr wisst Bescheid. Ohren steif halten und Weihnachtsgeschenke kaufen.